Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil, ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen, bin folgender Meinung. Ja, herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Diesmal mit Rolf Meizen. Er war sogar Preisträger unseres Business Athlete Award für Spitzenleistungen in Sport und Wirtschaft im Jahr 2016. Der Jurist mit Wirkungsbereich Finanzmarkt ist begeisterter, ambitionierter Sportler in und outdoor. Er hat den Halbmarathon auf der chinesischen Mauer gewonnen, steht auch in ganz anderer Sache im Guinness Book of Records. Wir sprechen über große Siege im Treppenlauf, Rockefeller Center, Shanghai, Hanoi, über General Karl Meizen, über Rodeln, Radfahren, einen gemeinsamen Start in Essling, der mir die schnellste Pace in meiner Neuzeit brachte. Ganz aktuell auch über eine anstehende Bergpräsentation über das Burgenland mit freiem Eintritt. Es ist eingebettet gewesen in einen Börse-People-Podcast, der erst später gesendet wird, aber diese Burgenland-Termine, 18.11. in Wien, 19.11. in Jois und 26.11. in Baden, kommen schnell. Daher haben wir die Sportfacetten vorgezogen und los geht's. Lieber Rolf, schön, dass wir uns wieder mal sehen. Schön, dass du für den Podcast hergekommen bist. Servus. Lieber Christian, ich freue mich auch, dass ich kommen darf. Wir kennen uns seit ein paar Jahren auch sportlich und businessmäßig, denn du warst einer unserer Business Athletes, Spitzenleistungen in Sport und Wirtschaft, damals im Jahr 2016 ausgezeichnet. Rückwirkende Gratulation nochmal dazu. Meizen, dein Nachname ist vielleicht einigen bekannt, auch von einem Verwandten von dir, General Meizen. Sprechen wir darüber kurz. Wie ist da dein Verwandtschaftsgrad? Warst du selbst auch beim Heer? Und wenn, ich weiß es ja, aber für die Hörerinnen und Hörer. Und wenn ja, was hat dir das für den Sport gebracht? Der Karl Meizen war ehemaliger Generaltruppeninspektor und ist mein Großonkel und das ganz Seltene oder ganz Besondere an unserer Beziehung ist diejenige, dass wir uns erst kennengelernt haben, als ich circa 20 Jahre alt war. Ich bin aus der Steiermark und der Karl aus der Wiener Gegend, aber irgendwie hat es nie geklappt, dass wir uns kennenlernen konnten. Und als ich meine Dissertation über ein Bundesheerthema geschrieben habe, brauchte ich Informationen von höchster Ebene und bin da zum Generaltruppeninspektor gefahren. Und für mich war es ja richtig unangenehm, die Tür aufzumachen und zu sagen, Servus Karl, weil er ist ja ein Verwandter von mir. Ich brachte es dann trotzdem über mich und er war total nett und hat gesagt, ja, Servus Rolf, und er gewusst, unter Verwandten kannst du ruhig du sagen und musst jetzt nicht förmlich auf General und auf dieser Ebene spielen. Und du bist ja selber auch Offizier beim Bundesheer, das ist so neben dem Studium, ne? Ich habe die Offiziersausbildung gemacht, ich war spezialisiert im Hochalpinbereich und Flugreiterbereich und war einer der jüngsten Hauptmänner der Reserve und habe dann, ich sag mal, die Gunst der Stunde auch irgendwie genutzt, weil in der Steiermark gab es Abrüstungsbestrebungen und ich fiel dann drunter und habe dann ja mit knapp 32 oder 33 das Bundesheer dann verlassen. Aber Hochalpin klingt ja auch nach einer leibenden Zeit, die mit vielen anderen Facetten in deinem Sport zusammenhängt irgendwie. Ja, das war unglaublich toll. Das waren 26 Wochen Alpinausbildung in ganz Österreich mit der finalen Ausbildung zum Heeresbergführergehilfen. Auch noch zwei Kurse zum Heeresbergführer und zum Flugretter. Also irrsinnig spannend und ständig in den Bergen unterwegs. Und das ist meine Leidenschaft. Und insofern werde ich diese schöne Zeit nie vergessen. Jetzt kommen wir nochmal kurz zum Franz Kriegel zurück, den wir in der ersten Spar-Invest-Zeit erwähnt haben. Geschäftsführer war er damals dort und er hält ja auch einen spannenden Rekord beim Vienna City Marathon, weil er einer der ganz wenigen ist. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind, die alle bisher gestarteten Marathons beendet haben auch. Bist mit ihm einmal gerannt auch? Der Franz ist so viele Marathons gerannt, wo ich noch gar nicht einmal dran denken konnte, überhaupt einen Marathon zu starten oder mich mit dem Thema beschäftigt habe. Ich bin zum Marathonlaufen erst ganz, ganz spät, vor wenigen Jahren eigentlich erst gekommen, aber ich weiß vom Franz, dass der sehr viel trainiert hat und ich werde nie vergessen, wie er öfter vom Büro aus dem ersten Wiener Gemeindebezirk nach Pfaffstätten gelaufen ist als Trainingsvorbereitung. Immer, gell? Und in die Firma manchmal auch. Ja, es war unglaublich und damals, wie er mir das erzählt hat, es war unvorstellbar und nicht nachvollziehbar und jetzt, wo ich selber ein bisschen
Marathonlauf, ist es natürlich nachvollziehbar, dass du, um eine gute Zeit zu laufen, sehr viel Kilometer im Training absolvieren musst. Genau. Ich spreche jetzt vis-à-vis mit einem jungen Mann Mitte 50 oder Mitte 50. Ich bin auch ein junger Mann Mitte 50. Wir fühlen uns jung, da bin ich ganz sicher. Du hast eigentlich relativ spät mit deinen ganzen Sport-Nerd-Sachen, die dann immer besser geworden sind, begonnen. Warum so spät eigentlich erst? Naja, ich bin als Kind schon, als Jugendlicher bin ich im Radrennsport unterwegs gewesen, bin da recht erfolgreich gewesen, habe dann vom Wettkampfsport einige Jahre Pause gemacht, weil ich alpinistisch sehr viel unterwegs war und mir das sehr viel bedeutet hat, und bin dann erst wieder Mitte 30 wieder verstärkt zum Wettkampfsport zurückgekommen, habe zwischendurch ein paar Jahre im Treppenlauf verbracht, bin dann wieder in den Berglauf gekommen, jetzt zum Schluss mehr Halbmarathon, Marathon. Also ich habe auch geschaut, dass das immer abwechslungsreich in meinem Leben ist. Und die Dinge, die ich damals 2016 bei unserem Business Athlete Award eingetragen habe, die möchte ich nochmal nennen, weil sie einfach so geil klingen. Sieg beim Treppenlauf 2010, Rockefeller Center. Wahnsinn. Ja, das war super. Also das war ein großer Traum von mir, in New York einmal laufen. Also da war es nicht das Empire State Building, da war ich einmal 8er und einmal 7er. Aber Rockefeller Center war für mich auch ein großer Wunsch, dort zu starten. Und dass ich dort gewinnen konnte, hat mich auch sehr, sehr glücklich gemacht. Gibt es da eigentlich Age Groups oder sind das immer nur so allgemeine Wertungen? Damals war das Gesamtsieger überhaupt. Ich habe 29 Treppenläufe insgesamt gewonnen. Wahnsinn. Und Age Groups hat es damals noch nicht gegeben. Das war nicht so stark von den Teilnehmern her. Also der größte Treppenlauf der Welt ist in Toronto, da sind schon 10.000. Aber da hat man trotzdem keine Age Groups gemacht. Jetzt nehmen wir die Folge am 13. November auf. Vor wenigen Tagen Sport am Sonntag, die Andrea Meyer, die auch international vieles gewonnen hat. Bist du auch gegen sie angetreten oder mit ihr? Ja, gegen sie, mit ihr, bei alles. Aber die hat ja manchmal alle Männer geschlagen. Ja, die Andrea ist Wahnsinn, da hast du überhaupt keine Chance. Ich meine, da hast du keine Chance. Ich kann mich gut erinnern, Kitzbüheler Horn, nicht einmal auf den ersten 2 Kilometern im Flachen bin ich gescheit mitgekommen. Oder beim Katrinberglauf, einer der steilsten Bergläufe, da hast du keine Chance. Die Andrea ist so unglaublich stark und gut, und die hält jetzt noch so viele Rekorde auf normalen Berglaufstrecken als Frau, also Gesamtstreckenrekord, wo sich die Männer, die super schnellen jungen Burschen, auch immer noch die Zähne ausbeißen, dort an die Zeiten heranzukommen. Ja, und sie hat auch selbst gesagt, OF hat rausrecherchiert, dass sie quasi so ein Role Model dafür ist, dass Frauen auch Männer schlagen können bei solchen Bewerben. Auf jeden Fall. Also sie ist prädestiniert dafür, Spitzenleistungen zu bringen, und sie ist eine absolute Ausnahmesportlerin. Super, haben wir die Andrea auch noch reingebracht. Jetzt machen wir mit dir weiter. 2012, Sieg beim längsten Treppenlauf der Welt in Shanghai. Auch da sicher Memories von dir, ne? Ja, wunderschön. Das ist dieses klassische Gebäude in Shanghai, den man auch Flaschenöffner nennt, weil das hat ganz oben in 500 Meter Höhe dieses Loch. Schaut wirklich aus wie ein Flaschenöffner, und ich habe nicht damit gerechnet, aber mir ging es einfach total gut. Ich war super vorbereitet, und den Zieleinlauf und die Siegerehrung und die Interviews werde ich nie vergessen. Großartig. 2014 Sieg, und das habe ich auch geschrieben, weil ich es geschrieben habe zum Ablesen, in der Anmoderation: Sieg beim Halbmarathon auf der chinesischen Mauer mit 11.000 Treppen. Klingt Wahnsinn, oder? War reiner Zufall, dass ich das überhaupt laufen konnte, weil ich war 3 Tage zuvor schwer magenerkrankt, war bei meiner chinesischen Freundin, hab zu viel Ananas gegessen, hab dann Durchfall gehabt und wusste gar nicht, ob ich laufen kann, habe den Veranstalter angerufen, habe gesagt, bitte nicht Marathon laufen, gibt's mich bitte nur auf die Halbmarathon-Distanz. Hat funktioniert, und am Tag des Wettkampfs war der Magen und der Bauch wieder in Ordnung, und ich konnte Spitzenleistung bringen und habe damals den Lauf dort als Gesamtsieger gewonnen, ja. 11.000 Treppen, man kann sich jetzt als normal interessierter Mensch schwer vorstellen. Was macht das mit der Zeit? Letztendlich, du bist ein schneller Halbmarathonläufer. Um wie viel Prozent langsamer bist du mit 11.000 Treppen? Für mich war es in der damaligen Zeit, das ist mir zugute gekommen, dass das ja keine flache Strecke war, sondern dass das extrem viele Treppen waren, weil ich kam direkt aus dem Hochleistungstreppenlaufsport, und das war eigentlich der Grund dafür, dass ich den Bewerb gewinnen konnte, weil ich gewohnt war, die Treppen rauf und die Treppen runter zu laufen, wobei man sagen muss, bei dem Halbmarathon ist es echt steil runtergegangen, und du hast höllisch aufpassen müssen, dass du über die Treppen nicht stürzt. Habt ihr wenigstens ein gutes Wetter gehabt? Es war gutes Wetter, was ich kann mich gut erinnern, sonnig, warm, perfekt. Aber du wirst halt müde irgendwann, und bergab ist noch einmal eine andere Disziplin.
Du wirst müde, aber wenn du in Führung liegst oder unerwartet ganz vorne bist, bist du so ultra motiviert, dass du durch die Motivation deine Müdigkeit, deine Erschöpfungszustände alle überblenden kannst. Runners High geht sich bei 11.000 Treppen wohl nicht auf, aus dass du in einen Flow kommst irgendwie. Du musst permanent konzentriert sein, dass dich nicht aufhaut auf Wienerisch jetzt, oder? Ja, du musst total konzentriert sein, weil das sind jetzt keine Treppen, wie wir sie kennen, schön asphaltiert, sondern das sind Abbruchtreppen, wo die Steine rausbrechen. Das sind keine schönen Plattformen, sondern das hat teilweise Alpingelände, kann man sagen, und da muss bei jedem Schritt höllisch aufpassen. 2015 Vietnam. Sieg beim Treppenlauf auf den Landmark Tower in Hanoi. Ja, wenn du das ansprichst, da kriege ich wieder Erinnerungen an die Vergangenheit. Das ist doch schon lang her, aber damals bin ich sehr viel unterwegs gewesen. Mehr als 20 Mal in Amerika für die Treppenläufe, mehr als 20 Mal in Asien für die Treppenläufe. Und ich wollte immer irgendwie sowas ganz Außergewöhnliches machen. Hanoi ist ja für mich was ganz auch was Tolles. Geschichtlich toll. Natürlich. Ja, es ist super gewesen und Vietnam. Und ich habe geschaut, wo gibt's tolle Treppenläufe, hohe Gebäude. Und das hat mir halt angelacht. Und ja, dass ich gewinnen konnte, war auch große Sache. Abschließend noch zu den Treppenläufen. Wir haben dann 2016, wie gesagt, den Preis übergeben und da hören auch dann meine Aufzeichnungen auf. Was hast du nachher noch mit Treppenläufen so, oder gibt es irgendeine Anekdote, die man noch sagen kann? Mit Treppenläufen, ich habe dann schon noch ein paar Jahre lang Treppenlauf betrieben, habe noch viele hohe Wolkenkratzer bestiegen, unter anderem in Australien, bin extra für einen Wettkampf nach Australien geflogen und habe mir dann gedacht, ich mache auch mal einen Treppenlauf für Licht ins Dunkel und habe da das hier mit uns. Ja, genau. Ja. Und habe da Donauturm, die Seetower und noch einen dritten Wolkenkratzer da in Wien kombiniert mit zwei Runden. Das ganze Event hat ungefähr 80 Minuten dauert im Vollgastempo und da sind einige Euros zusammengekommen für Licht ins Dunkel und ich wurde dann auch geehrt für diese Aktion, die doch einige tausend Euro für Licht ins Dunkel gebracht hat. Schön, ich kann mich erinnern, in der Zeit haben wir auch ein paar Mal gemeinsam trainiert und ich habe eine wunderbare Erinnerung an dich auch. Wir sind mal in Essling gemeinsam gestartet, beim ersten Lauf dort, beim Eingang zur Lobau hin. Es war so circa 4,1, 4,2 Kilometer und da wurdest du Zweiter, bist weggerannt, mit Verlaub jetzt wie ein Wahnsinniger und warst in Führung, dass alle nur den Kopf geschüttelt haben. Wurdest Zweiter, ich wurde Vierter und habe mit 3,42 auf den Kilometer Pace meine schnellste Zeit in meiner läuferischen Neuzeit, weil ich habe auch 20 Jahre Pause gehabt seit der Jugend. Du musst da ungefähr 3,30 rennen sein. Also war ein schöner Lauf, glaube ich. Ne? Ja, es war super. Ich werde es auch nie vergessen. Ich weiß, wie ich mit dir dort gelaufen bin. Ich habe die Startnummer 100 gehabt. Genau, die haben wir gegeben wegen die. Ja, wegen den 100 Treppenläufen, 100 verschiedene Treppen, 100 verschiedene Gebäude. Und ja, das ist, wenn ich jetzt dran denke, das ist wie, als ob es gestern wäre. Das ist total druckfrisch noch im Gedanken. Wunderbar, dann kommen wir zu anderen Sportarten, die du auch noch betrieben hast. In der Jugend Radfahren hast gesagt, wofür war diese Geschichte im Guinness Book of World Records? Die Guinness Book Geschichte ist ganz spontan entstanden, weil ich vor 3 Jahren die Liebe zum Rodelfahren, zum Rodeln entdeckt habe, aus speziellen Gründen. Meine chinesische Frau konnte nicht Skifahren und darum habe ich mir gedacht, naja, gehen wir rodeln, das ist kein Problem. Und wenn, dann muss man gleich irgendeinen depperten Weltrekord. Naja, und nachdem ich dann wirklich durchs Rodeln bei 68 verschiedenen Rodelbahnen zwischen der Steiermark und dem Matterhorn gewesen bin, habe ich mir gedacht, das ist rein zufällig die Idee gekommen, schau, mach doch mal den längsten durchgehenden Rodelabfahrt, höhenmetermäßig. Die längste durchgehende Rodelabfahrt. Hab geschaut, was könnte man da in Europa machen, wo gibt es wirklich gutes Gelände. Bin dann draufgekommen, es gibt zwei Sachen in der Schweiz, es gibt eines in Italien und habe mich dann für die italienische entschieden und bin von der Marmolata mit der Rodel ins Tal gefahren. Und wie läuft sowas ab für Guinness Book? Das muss ja approved sein, nehme ich an. Ja, das ist total kompliziert. Also es ist total kompliziert, es dauert urlang. Also jede Antwort von denen dauert 12 bis 16 Wochen. Also man kann nicht damit recht davon ausgehen, dass man da ruckzuck ein Projekt durchziehen kann. Das dauert urlang, bis einmal die erste Antwort zurückkommt. Nachher brauchst du Zeugen, die dabei sein müssen. Die musst auffinden, Logbücher musst schreiben, protokollieren musst das, filmen musst das, Videos brauchen sie, Fotos brauchen sie. Ist gut, sonst ist bleibt der Proof, dass das was Besonderes auch gegeben. Ja. Ist gut. Ich habe meine Zeugen direkt vor Ort aufgetrieben. Ich habe viele Hotels dort angeschrieben am Fuße der Marmolata und zwei haben mir zurückgeschrieben und die Söhne von den Hotelbesitzern hatten Interesse, mich zu begleiten und es war toll, dass ich die vor Ort hatte, die Italiener, und denen hat es großen Spaß gemacht.
Und welches Sportgerät hast du da selber was zusammengebastelt oder kriegt man da einen Sponsor für solche Geschichten? Na, da musst du sowieso handelsübliches Material verwenden und ich habe eine tolle Rodel aus Tirol, eine K3-Rodel, das ist das perfekte Modell gewesen für diese Aktion und für meine anderen Rodelabfahrten. Dieses Jahr haben wir 100 Jahre Privatbank K3, ja, das wäre ein Sponsor gewesen irgendwie mit einer K3-Rodel. Bist du einmal auch auf einen Eiskanal gegangen, so beim Rodeln? Weil das ist ja natürlich, wenn man so viel tut, schon naheliegend, ne? Na, das ist für mich kein Thema, da brauchst du doch spezielle Erfahrung und Ausbildung und für mich ist das Naturerlebnis das, was im Vordergrund steht. Beim Rodeln kommt es mir nicht darauf an, dass ich so schnell wie möglich runterrodel, sondern beim Rodeln kommt es für mich darauf an, dass ich an einer wunderschönen Gegend mir ein bisschen Zeit lasse bei der Abfahrt, mir die Gegend anschaue, das wirklich genieße und mein ganz spezielles Naturerlebnis habe, ohne runtergehen zu müssen. Radsport ganz zu Beginn und jetzt auch, glaube ich, irgendwie hast noch einiges gemacht, oder? Irgendwelche so Nerd-Sachen, so mit 13.000 Kilometer und Höhenmetern oder so irgendwas. Nein, das Radlfahren war am Anfang. Der Höhepunkt war für mich das Race Across the Alps, 528 Kilometer nonstop und das Paris-Brest-Paris mit über 1.000 Kilometern. Dann habe ich gesagt, genug. Hab dann noch ein paar Wettkämpfe im Skibergsteigen gemacht. Das war's genau. Ich habe die Andrea Meyer gesehen, habe gewusst, du kommst und die hat ja auch beim Skibergsteigen irgendwas gewonnen, ne? Ja. Ja, ich habe da sehr viel gemacht, da bin sehr viel herumgekommen im Skibergsteigen und habe dann als Abschluss meiner Skibergsteigerkarriere noch im Kaukasusrennen gewonnen und da habe ich gesagt, toller Abschluss, lass es gut sein und ab da, das war 2012, kann mich gut erinnern, 2012, letztes Rennen, habe dann gesagt, vorbei, mach wieder was anderes. Wenn man so viel gemacht hat, schleppst noch irgendwelche sportlichen Ziele mit, die du unbedingt noch machen möchtest, entweder von der Age Group Weltmeisterschaft her oder von der Nerd-Sache her? Na, unbedingt, also ich habe noch tolle Projekte vor. Vielleicht gelingt es noch irgendwie einen Marathon unter 3 Stunden laufen, das wäre so ein Ziel, was ich ganz gern hätte, oder einen Halbmarathon unter 1,20, bin ganz knapp dran, aber ist natürlich total schwierig in meinem Alter, es ist schwierig, aber es ist machbar, also es ist jetzt nicht so, dass es aussichtslos ist, aber es ist sehr, sehr schwer und falls ich es erreichen sollte, freue ich mich natürlich besonders. Irgendwann einmal einen Triathlon probiert? Ausgeschlossen, Schwimmen nie probiert. Schwimmen ist nicht meins. Bei 2 Disziplinen wärst du eigentlich prädestiniert. Ja, das ginge, aber mache ich sicher nicht. Bewundere alle die das machen. Großartige Leistung, Hut ab vor dem Trainingspensum, aber für mich ist es kein Thema. Die Andrea Meyer war im Duathlon sehr gut auch. Wär das was für dich? Nein, ich bin jetzt 58 und für mich zählt nicht nur der Wettkampf, für mich ist wichtig die Natur und ich möchte auch sehr gern viel Zeit noch in der Natur verbringen, ohne Stress, die Schönheiten unserer Erde in den Bergen anschauen. Sprechen wir noch kurz über die Ist-Zeit. Wie ist dein Sportjahr 2024 verlaufen? Da waren sicher wieder ein paar Höhepunkte dabei, nehme ich an, oder? Was war dein Highlight? Naja, ich habe viel gemacht. Mein Highlight war vielleicht sogar schon im Frühling, als ich in Colorado auf der höchstgelegenen Panoramastraße von Amerika 23 Kilometer raufgelaufen bin. Der Start war auf 3000 Meter Höhe und das Ziel auf 4300 Meter und die Schwierigkeiten für einen Europäer sind, sich dort zu akklimatisieren und ich konnte mich eine Woche vorher dort akklimatisieren, bin jeden Tag mit dem Auto raufgefahren, habe viele Stunden oben auf 4300 Meter verbracht. Am Anfang habe ich geschnauft und am dritten Tag konnte ich schon oben auf 4000 Meter 10 Kilometer laufen, ganz langsam. Und beim Wettkampf ist gut gegangen, habe dort meine Ziele erreicht und war extrem glücklich, weil das kannst nur dort machen, sonst gibt's nirgends so einen Wettkampf. Das war vielleicht der größte Höhepunkt für mich. Und ja, es hat viele schöne Bergläufe gegeben, Halbmarathons, Marathons, quer durch die Bank, überall gute Erfolge, mit denen ich super happy war. Jetzt habe ich noch eine freche Frage, die wir im Vorgespräch nicht besprochen haben. Bist du jetzt ein Sportler, der bei diesen Sachen ans Limit geht oder geht's da eher um die Sache oder bist nachher so wirklich fertig und brichst im Ziel zusammen? Na, wenn du Wettkämpfe machst, musst du ans Limit gehen, du musst hart trainieren, du musst im Wettkampf alles geben, weil sonst macht's nicht so viel Spaß. Auch die Motivation. Na, ich bin ein Wettkampftyp. Einfach nur das Ziel zu erreichen und abgehackt ist nicht deins. Wettkampf, also unbedingt ein volles Programm. Dann gebe ich da noch ein Stichwort Burgenland. Da war ja auch irgendwas. Ja, Burgenland ist irgendwie eine neue Liebe geworden für mich. Ich habe da die Berge im Burgenland entdeckt. Und klingt nicht ganz hochalpin, aber ist trotzdem anstrengend, oder?
ist jetzt vielleicht nicht anstrengend, aber was mich daran fasziniert hat, war die Schönheit der burgenländischen Bergwelt, die Aussicht von oben, diese unglaubliche Weite, die man von den Gipfeln hat, die unberührte Natur, das findest du nur dort, diese Harmonie zwischen weißen Bergen im Westen, Schneebergwechselregion, Neusiedler See im Osten, aber auch ganz im Süden unten des Neuhauser Hügelland, wo du glaubst, da ist die Welt, die Zeit stehen geblieben. Und ich habe mich da aufgehalten in dem Burgenland. Seit 2-3 Jahren bin ich oft hingefahren, habe fotografiert, Berge, Bergaussichten und habe jetzt sehr viel schönes Material, das ich gerne herzeigen möchte. Material im Sinn von Fotos oder was ist das für ein Material? Ja, ich habe geschaut, dass ich schöne Bergfotos machen kann, Fotos, wo Bergsilhouetten drauf sind, wo man den Berg von unten sieht, den Berg, die Bergaussicht sieht und habe gewisse Kirchen toll ins Blickfeld gerückt, dass die einen alpinistischen Background haben. Also mir ist da wirklich ein schönes Werk gelungen und ich freue mich total, dass ich die Bilder zeigen kann. Das heißt, es wird Veranstaltungen geben, 18.11. habe ich mal notiert, in Wien, glaube ich. Was wird man da so zu sehen kriegen und wie lange dauert das? Ja, du hast recht, 18.11. in Wien im 10. Bezirk beim Alpenverein. Die Dauer ist 60 Minuten. Ich zeige meine schönsten Fotos von Nordburgenland über das Mittelburgenland bis ins Südburgenland. Der Berg steht im Vordergrund, die unberührte Natur steht im Vordergrund, das Landschaftsbild zu jeder Tageszeit, Nacht, Tag, Winter, Herbst, Frühling, alles quer durch die Bank. Ich war oft in der Nacht fotografieren, bin total begeistert aufgestanden um 4 Uhr in der Nacht, um 3 Uhr habe herrliche Bilder von burgenländischen Dörfern in der Nacht, also wirklich wunderschön und es hat riesen Spaß gemacht. Und es gibt auch noch weitere Termine, nennen wir die vielleicht auch noch kurz für die Hörerinnen. Ja, am 19. November ist es in Jois beim Weingut Hillinger in der tollen Eventarena und am 26. November im Sparkassensaal in Baden. Damit schließt sich auch wieder der Kreis zum Franz Kiegel fast irgendwie wieder, ne, mit dem Sparkassensaal in Baden. Genau, genau. Vielleicht ist er auch im Publikum und hat Zeit, da zuzuschauen. Ja, das war die Folge mit Rolf Meizen. Ich glaube, man hat gehört, dass es mir Spaß gemacht hat. Wie gesagt, 18.11. Wien, 19.11. Jois, 26.11. Baden, freier Eintritt, alles ist verlinkt. Viel Spaß! Business Athlete Podcast.